Hallöchen und willkommen zurück bei Sons of the Forest. Ja, Folge 98. Und die Schrotflinte macht sich immer noch ziemlich rar. Tja, eigentlich, ich gebe es zu, war ich der Meinung, wir gehen hier so ein bisschen in die Ecke. Das war so für 4, 5 Folgen. Und dachte mir, nach 2 Folgen haben wir die Schrotflinte, können wieder zurück und weiter irgendwas bauen. Ja. Naja, jetzt haben wir so ein bisschen das Problem. Folge 100 naht und wir wollten einen schönen Livestream machen. Direkt nochmal eins zu Folge 100. Heute kommt eine Folge, morgen am Samstag eine normale und am Sonntag werden wir erst den Folge 100 Stream machen. Den schaffe ich morgen am Samstag nicht. Das können wir erst am Sonntag machen. Aber dann auch einen schönen langen Stream als Folge 100. Ich denke, das passt sehr gut. Deswegen. Heute möchte ich versuchen, nochmal die Zeit zu nutzen und endlich diese Schrotflinte zu finden. Dafür habe ich jetzt eine Weile gewartet, bis die Kommentare nochmal gekommen sind von euch. Auch da vielen, vielen Dank nochmal unter dem letzten Video und habe die hier auch nebenbei offen. Und ja, ich bin vorbereitet und guck mal, ob wir jetzt anhand dessen dann doch endlich mal diese verdammte Schrotflinte finden. Das muss ja nun wirklich langsam mal sein. Und so wie ich das rausgelesen habe, gibt es wohl anscheinend. Moin, Kelvin! Gibt es wohl anscheinend nicht nur diesen einen Kreisverkehr, sondern noch einen zweiten irgendwo, keine Ahnung. Also auf der einen Seite bin ich manchmal, wenn ich die Kommentare lese und ihr mir Ortsangaben und Beschreibungen der Bereiche hier gibt, wo ich mich aufhalte, bin ich manchmal sehr beeindruckt, wie genau ihr das wiedergeben könnt. Und ich mir denke, mittlerweile denke, ja, ne, ich weiß genau, wo derjenige meint. Ne? Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, das zeigt auch, wie viel Zeit man schon verbracht hat in dem Spiel und eigentlich in einem Wald, in dem sehr viele Ecken sehr, sehr gleich aussehen, dass auch manchmal schon so ein bisschen eine Kunst ist, nun genau rauszufiltern, wo man ist. Ja, einer von euch, da muss ich echt sagen, na, das war so ein bisschen so ein Kommentar, der ging schon Richtung Blasphemie. Derjenige wollte, dass ich dann doch mal die Karte benutze, das GPS im Spiel. Nee, das machen wir natürlich nicht. Also da fange ich jetzt bei kurz vor Folge 100 nicht an, das GPS hier aufzurufen. Ich möchte es einfach nicht mehr. Die Geschichte ist komplett erledigt. Das machen wir nicht. Und ihr habt auch gesagt, auch wenn ich es benutze, das finde ich darüber nicht. Also es wird mir dann nicht angezeigt im GPS. Man sieht dann wohl mittlerweile, stimmt, die Höhleneingänge, ne? Das war das mit den Laptops, die man da mittlerweile anklicken muss, dass die irgendwie angezeigt werden. Dann sieht man wohl im GPS die. Oder auf der GPS-Karte, was auch immer, keine Ahnung. Die Position von Kelvin und von Virginia, den konnte ich ja einen GPS-Tracker geben. Das haben wir schon lange gemacht, nur ja, für mich jetzt keinen Mehrwert gehabt. Die finden mich ja selber. Also ich muss die ja nie finden. Die haben mich ja immer wieder gefunden, wenn ich mal irgendwo unterwegs gewesen bin. Na gut, jetzt habe ich hier schon wieder 3, 4 Minuten verquatscht und wir gehen nochmal. Ja, stimmt, einen Gleiter haben wir gefunden und ich hoffe so sehr, dass das jetzt hier heute in dieser Folge klappt, denn ich hätte wenigstens gerne noch eine Folge zur Vorbereitung für Folge 100. Ich hatte mir 4, 5 Folgen Vorbereitung für Folge 100 gewünscht, aber man kann nicht alles haben. Immerhin sind anscheinend, und das kotzt mich auch jetzt schon wieder an, ja, ich habe das Ding gerade mal eine halbe Minute auf dem Rücken, dass ich die ganze restliche Folge mit dem Gleiter wieder rumlaufen muss. Es tut mir echt leid, ne? Ich weiß, auch ihr seid da nicht so der größte Fan. Hey Virginia, grüß dich, moin. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob der zu Hause noch rumsteht oder nicht. Ich nehme es einfach mit und auch großes Lob an euch für euer Durchhaltevermögen natürlich, dass ihr euch das immer noch reinzieht. Und auch wenn ich zum, ich weiß nicht wievielten Male, es ruckelt und zuckelt kurz, jetzt hier wieder die Gegend ablatsche und ihr müsst euch auch denken, mein Gott, was mache ich denn mit meinem Leben? Was tue ich mir hier eigentlich an? All die Zeit, die hier sinnlos über die Insel gelaufen ist. Aber ich muss trotzdem noch sagen, mir macht es einfach nach wie vor viel Spaß, das letzte Stück hier noch zu suchen und hoffentlich auch dann bald mal zu finden. So, der Tipp wäre jetzt, hier unten war ich ja schon mal ganz richtig. Und hier unten
gibt es ja noch den Weg, der da oben weiterführt und den soll ich mal weitergehen. Und das ist tatsächlich eine Stelle, von der ich mir häufig gedacht hatte, ja, ich sehe den Weg, aber nö, den gehe ich nicht lang. Ja, mach doch, was du willst. Ja, genau, ich bin gerade wieder rein ins Spiel, deswegen ist auch hier wieder Musik an und wir können ja nochmal schön was ablooten gehen. Mal Schrotkugeln, oh ja, fantastisch. Vielleicht irgendwann können wir die benutzen. Nein, jetzt komme ich da nicht ran. Ah, das natürlich. Hat sich jemand selber hier so ein bisschen zugebaut? Ja, ach, ist auch egal. Na, alles klar, Virginia. Guck mal, hier habe ich gebaut, ne? Ich weiß nicht, wie viel Plan hier mittlerweile rumliegen. 9 oder 10 oder so. Aber anscheinend kann man das unendlich groß bauen, kann das sein? Ich meine, da vorne die eine Stelle ging ja nicht, weil da irgendwas im Weg ist. Auch hier oben sieht es ein bisschen merkwürdig aus. Aber es gleicht sich wahrscheinlich an, wenn ich das hier aufbocken würde. Aber ist jetzt auch egal. Das ist, ja. Wir gehen jetzt mal den Weg entlang. Da habt ihr geschrieben, geh mal den Weg lang. Und dann kommt da irgendwann noch so ein anderer, ich nenne es mal Kreisverkehr. Ah, guck mal, da haben wir doch schon wieder Leute. Und dann komme ich irgendwann, warte mal, ich habe das nebenbei offen. Dann kommt hier irgendwann der Straßenkreisel, wurde es genannt. Danke dafür, Thomas. Ey! Ich hab's doch nicht. So, er selber schuld, also ich habe mich nur verteidigt. So, genau, hier entlang und dann gibt es irgendwo noch ein anderes Mutantenlager. Das sind auch mal, ich finde die Formulierungen sind halt immer cool, ne, in einem Wald, wo man sich theoretisch, wenn man wirklich keine Hilfen dabei hat, mit der Orientierung manchmal nicht so einfach ist. Da kommt dann mittendrin, allerdings in Klammern, so ein Satz wie, ja, weiter hinten geradeaus. Also ich lese die Kommentare auch immer gerne so ein bisschen mit einem kleinen Amüsement und finde das immer ganz, ganz süß, was ihr da so schreibt und versucht mir Dinge zu erklären, was auch für euch wirklich nicht einfach sein muss. Ich kann es verstehen, ne? Ich kann auch echt verstehen, dass da viele Tischkanten über den Jordan geschickt wurden. So, ich gehe jetzt hier weiter. Ich bin jetzt gespannt, wann hier wo nochmal irgendwo so ein Kreisverkehr kommt. Und auch da habt ihr nochmal geschrieben, ne, dass das wirklich, also mitten im Gebüsch irgendwo, vielleicht ist es ja hier schon. Auch wieder wenig Bäume, habt ihr gesagt. Also so wie hier, ne? Aber viel Gebüsch und irgendwo mittendrin ein Grab dann. Und ich hatte auch unter dem einen Kommentar, tut mir leid, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es geschrieben hatte, war einer der ersten, der dann kam. Der hatte auch sehr genau beschrieben, wo das exakt zu finden ist. Hier sind 4 Gräber. Davon war auch irgendwo die Rede. Aber nicht in dem Kommentar, den ich gerade offen habe. Also die sind es nicht. Aber wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Das hatte ich auch gelesen. Genau, und der eine Kommentar, der es ziemlich genau beschrieben hatte, da hatte ich dann schon den vorletzten Satz nicht mehr weitergelesen, weil da noch mehr drin gestanden hätte. Aber ist auch okay. Das ist vollkommen in Ordnung, dass du das geschrieben hast. So. Gut, wir schleichen mal hier entlang. Es wäre nämlich echt schön, wenn wir... Oh, hau doch ab. Hey, geh doch weg, das ist doch meine Straße hier. Mein Grundstück. Wo sind wir denn hier? Euch doch. Jetzt machen sie einen auf freundlich und so, ne? Und dann kommen sie im nächsten Stream wieder vorbei.
und vermiesen uns so ein bisschen die Stimmung, wenn wir gerade am Bauen sind. Das muss ja nicht sein. Deswegen den direkt mal zeigen, wer hier der Chef ist, wem hier die Insel gehört. Oh. Scheiße, nicht den Gleiter kaputt schießen. Das wäre so geil. Ein Pfeil in den Gleiter und das Teil funktioniert nicht mehr. Da hinten ist jetzt noch einer. Ja, hau ab. So, wir marschieren weiter. Aber immerhin, wir sehen... Alter, wie schnell der sich bewegt. Immerhin, wir sehen mal was Neues. Ist ja auch nicht schlecht. Ach, guck mal. Ach, lol. Das kenne ich doch gar nicht, oder? Ach, du bist... Ach, guck mal. Guck mal, Virginia. Respekt. Ey! Gut getroffen. Was haben wir denn hier? Das ist aber schnucklig. Ach, ein Kochtopf. Scheiße, habe ich noch dabei. Spielt auch keine Rolle mehr. Boah. Ach ja, und genau. Gab es wieder noch einen weiteren Kommentar, der auch von so zwei neuen Pfützen gesprochen hat. Das ist vielleicht dann eine davon. Mist, warte mal kurz. Muss mal kurz... Ah ja. Moment, ich gucke gerade nochmal durch. Ich suche nochmal den anderen Kommentar. Aber man fasst, es sind immer sehr viele Kommentare. Sehr viele. Es fehlen nicht mehr viele und dann habe ich schon fast 1 Million Abonnenten und da kommen immer viele Kommentare zusammen. Am besten war auch der erste Kommentar, der kam. Es gibt mindestens 2 Plätze, wo du die Schrotflinte finden kannst. Okay. Ach so, okay. Jetzt sehe ich gerade, da gab es dann noch eine Antwort drauf von jemandem, der dann schrieb, dass wohl die Schrotflinte mal irgendwann in dem Bunker gefunden werden konnte, aber das wohl rausgepatcht wurde. Ah ja, okay. Ah, okay. Die befand sich ursprünglich in dem Bunker bei mir in Folge 89. Danke dafür. Bevor wir die Story abgeschlossen hatten. Ah, okay, also ist das gar nicht mehr aktuell. Wunderbar, also nach wie vor dann diese eine Location, die wir hier suchen. So, Moment. Das Problem ist manchmal, wenn ich die Wegbeschreibung aus den Kommentaren lese und selber nicht im Spiel an der Stelle stehe, ich weiß, wo es gemeint ist, aber wenn dann 2, 3 Sätze mit einmal links, rechts, geradeaus, dann ein bisschen Berg runter, hinterm 5. Baum, bisschen süd-südwestlich laufen und dann siehst du schon so ungefähr. Ach, ich weiß jetzt auch nicht. Wir sind jetzt schon wieder so weit. Geh mal weiter. Also den ersten Kommentar, den ich vorhin offen hatte, nachdem ich jetzt erstmal so ein bisschen gelaufen bin. Wir waren bei der Pritsche unten, wir sind der Straße gefolgt. So. Genau. Einmal das. Mampf, Mampf. Lecker, lecker. So. Und dann sollte man wohl... Ach, dann kommt die T-Kreuzung und dann bin ich vorhin schon verkehrt abgebogen. Da hatte ich einen Satz übersprungen.
Stark. Kann ich direkt nochmal was futtern. Macht aber nichts, wir haben so viel Kram. Warte mal, wir müssen zurück, wir sind falsch gelaufen. Aber nett. Hier war ich, glaube ich, so oder so noch nicht. Also das hier vorne kommt mir komplett unbekannt vor. Zumindest die kleine Pfütze. Ach, scheiße. Auch egal, komm. Ah, da kam er doch. Oder sie. So, war da nochmal ein Stück zurück. Fuck. Nee, wir müssen da weiter. Ja. Wir müssen zur... hier vorne kam irgendwo die... Genau, hier. Das ist die gemeinte T-Kreuzung. Und da bin ich nach links abgebogen, aber ich hatte einen Satz übersprungen. Der Satz vorher stand, bieg da mal rechts ab. So. Und dann kommt der Kreisverkehr, der da gemeint war, auch in den Folgen zuvor schon. Der hier, aha. Aha, aha, aha. Hier ist auch so, ah, Mensch, jetzt fick dir. Moment. Falsche Taste, das hier wollte ich. Der haut aber zu. Wenn man das geschickter macht, kann man damit bestimmt auch irgendein Lied spielen. Die Pfeile kann ich doch aus dem Körper ziehen, warum nicht die Kugeln? So. War nur ein Test. So, jetzt hier weiter. Ja, und dann... Hier irgendwo muss noch ein Kannibalenlager sein. Und dann kam dieser Satz mit weiter hinten geradeaus. Aber pff, ja, da hört es dann bei mir schon wieder auf, weil ich dann schon wieder nicht genau weiß, was, wo, wie es gemeint ist. Gucken, ob jetzt hier geradeaus noch irgendwo ein Mutantenlager kommt. Jetzt geht's wieder runter. Und weiter links. Aber vielleicht auch von diesem Punkt da unten weiter links. Also da unten irgendwo. Aber hier ging ja nur diese eine Straße ab. Also ihr seht, ne, selbst wenn ich es mir tausendmal durchlese, die Kommentare... Das ist trotzdem nicht so einfach, das denn hier nachzulaufen. Also da unten, ja? Weil das für mich jetzt links, wenn ich von da gekommen bin. Na gut. Mit. Ey. Das Problem ist jetzt ein bisschen, ich freue mich sehr, wir haben was gefunden, aber ihr habt geschrieben, wenn du das Grab findest, da ist was an dem Grab dran, aber es ist ein einzelnes. Vielleicht haben sie ja auch das geändert.
Ey Leute, ich hab nämlich gesagt, an dem Grab hängt ein Tuch. Aber hier hängt kein Tuch. Übrigens eine Info, die ich nicht gebraucht hätte, dass an dem speziellen Grab dann ein Tuch hängt. Aber ist okay. Wir haben es ja anscheinend eh nicht gefunden. Mal gucken. Vielleicht hat es ein Ende. Vielleicht wurde das geändert mit dem Tuch. Achtung, ich hau mal rein. Schade. Ja gut, ist jetzt auch nicht die freie Fläche, von der gesprochen wurde. Also es ist mir, wie gesagt, sorry, es tut mir echt leid, ne, selbst mit, ich versuche es echt mit Lesen und Verstehen, also ne, beides Dinge, die echt gut zusammenpassen, aber ich finde es trotzdem nicht, es ist mir einfach, pass auf, wenn wir das jetzt in dieser Folge nach einer Stunde nicht gefunden haben, gehen wir nach Hause, machen was anderes und suchen im Livestream am Sonntag zusammen dieses beschissene letzte Grab. Dann könnt ihr mir da schreiben, so grob, wo ich dann dahin muss, ist mir dann auch egal. Dann suchen wir es zusammen. Dann haben wir zusammen vielleicht nochmal ein Erfolgserlebnis. Aber es tut mir wirklich leid. Ich wollte keine 5, 6 Folgen damit verbringen, dieses Scheißgrab zu finden. Oder zu suchen. Finden ist ja hier nicht. Jetzt hatten wir da ein einzelnes. Das gibt's doch nicht. Und dann ist es das nicht. Hier sind wir auch nicht richtig. Das ist wieder falsch alles. Erst die aggressiven Schildkröten, jetzt der aggressive Gleiter. So, pass auf, da ich jetzt überhaupt keinen Plan habe, wo wir uns hier befinden. Ich springe mal hier runter. Wir fliegen mal zu der Stelle mit den Kanus. Da weiß ich wieder, wo wir sind. Dann versuchen wir nochmal nochmal einen Start. Eieieiei. Aber ich möchte, also das ist jetzt das Ding. Ne? Man ist sich jetzt so festgefahren, um das so zu finden, wie ich es hier versuche. Dann machen wir das auch weiter. Deswegen hier mit GPS und Karte. Das ist, glaube ich, nur so ein Mythos, sowas wie Bigfoot oder so. Das gibt es, glaube ich, gar nicht im Spiel. Karte, also. Weiß ich nicht. Wisst ihr, was lustig wäre? Wenn ich jetzt nach Hause komme und es sind alle Gleiter, die irgendwann mal despawned sind, wieder neu gespawnt. Und da stehen dann so 5 Stück rum, so zur Verhöhnung nochmal, wisst ihr? Ey, gab es im ersten Teil auch so einen Gleiter? Wie war denn das da mit der Karte im ersten Teil? Weiß das noch jemand? Hier vorne sind die Teile, sehr gut. So, dann habe ich hier oben irgendwo den Typen eingetütet. Hier unten. So, Moment. Ich komme noch mal kurz durch die Kommentare. Deswegen, ich muss auf Pause, damit ich mit der Maus rüber auf einen anderen Bildschirm kann, um zu scrollen. Wir waren von einer T-Kreuzung, sind dann rechts. Dann kam dieser Straßenkreisel und weiter links das Kannibalenlager mit den Mutanten. Da war aber gerade nichts. Also. Und dann weiter hinten geradeaus, ja danke, zwischen diesen beiden Punkten musst du suchen. Ja. Da war halt kein Mutantenlager oder Kannibalenlager.
So, das Ding ist, na doch. Also, ne, der Anfang des Satzes ist hier von diesem Kreisverkehr mit den fünf Wegen, die wir gestern alle abgelaufen sind, zu dem Zeltlager mit der Leiche auf der Pritsche. Da ist ja, denke ich, das hier unten gemeint. Ich kenne jetzt, habe jetzt. Oh Gott! Keine andere Stelle im Kopf, wo eine Leiche auf der Pritsche liegt. Also, es muss das sein. Und da kommen wir ja theoretisch von da oben. So, und wenn ich hier weitergehe, dann ist ja die erste T-Kreuzung. Das war doch auch die, oder gibt es da vorher schon noch eine andere? Das geht hier hoch, hier geht es nirgendwo links oder rechts weg. Ich werde langsam echt irre, ne? Ich sag's euch, also. Wer von euch muss eigentlich mittlerweile zur Selbsthilfegruppe? Wegen der Folgen? Wegen der starken psychischen Schmerzen, die ich euch scheinbar manchmal auslöse? Hier sind die vier Gräber. Ich versuche die ganze Zeit diesen anderen Kommentar mit den vier Gräbern zu finden. Moment. Nee, das war ein Kommentar aus Folge 41. Ja, danke. Mittlerweile weiß ich, wo der Flughafen ist. So, warte mal. Da. Ja, klappt das mal auf. So, genau, auch hier. Ne, von einer anderen Herangehensweise. Die Bucht mit dem Rettungsboot, mit der Pistole drauf und der Strandhöhle. Dazwischen. Da sind wir ja schon, ne? Dort gibt es zwei kleine Tümpel, wo der Weg im Kreis rumführt. So, warte, wir gehen weiter. Hier ist die T-Kreuzung übrigens, die aus dem anderen Kommentar gemeint ist, wo ich nach rechts gehen soll. So, und hier unten, da ist ein Tümpel, wo ein Kreis drum führt. Jetzt machen wir gleich bei dem zweiten Kommentar weiter. So, Moment, ich muss wieder rüber. Ne, muss ich eigentlich nicht. Geht. So. Etwas nördlich von der Mitte zwischen den beiden. Ach so. Ja. Der andere Tümpel ist der andere gemeint, wo wir jetzt die T-Kreuzung rechts gegangen sind. Sind wir vorhin das erste Mal links gegangen, als ich einen wichtigen Teil des anderen Kommentars außer Acht gelassen hatte. Aber da war ja auch nochmal so ein kleines Lager. Sind die beiden vielleicht gemeint? So, jetzt müsste ich gucken, wo ist Norden? Jetzt muss ich aber... Moment. Da... Das müsste Osten sein. Dann wäre das ungefähr Norden. Oh Gott, ey. Ihr müsst mich so hassen. Ich kann es euch nicht mal verübeln. So, warte. In der Gegend ist auch ein Weg und da sind vier Gräber. Dem folgst du südlich. Gräber links von dir. Und wenn der an der T-Kreuzung endet, geradeaus. Also hier stand dann an der T-Kreuzung nicht nach rechts, wie wir jetzt gegangen sind, sondern an der T-Kreuzung geradeaus. So, dann machen wir das nochmal. Gehen wir nochmal zurück. Das war doch hier gleich irgendwo. Hier. Das da vorne sind die Gräber, die vier. Hier ist die T-Kreuzung und hier geradeaus. Und hier irgendwo soll es sein. Laut dem anderen Kommentar. Davon, ja! Das ist das auch mit dem Tuch. Ja, er ist doch ohne Probleme. Hierher gekommen, 10 Minuten gesucht und schon hatten wir es. Vor 5 Folgen. Endlich haben wir den Stoff gefunden. Er ist ja fantastisch, dann können wir wieder los. Oh, ich dachte schon, das finden wir nie. Ja, ist doch super, kann ich nochmal Mollo mitbauen oder nochmal eine Fackel. Aber was können wir nicht alles machen mit dem Stoff, das ist fantastisch. Ja, dann würde ich sagen, fliegen wir wieder nach... Nein, natürlich nicht.
habe euch schon in die Tasten kloppen hören. Ist okay, könnt ihr wieder loslassen. Habe ich jetzt meine Schaufel zu Hause vergessen? Nee. So, okay, dann haben wir es ja doch endlich gefunden nach 5 Stunden Suchen oder so. Uiuiui, das war eine schwere Geburt für uns alle. Na, du Geiler. Das sieht ja noch recht frisch aus, dafür, dass der hier erst ein paar Jahre liegt. Ey, Kelvin, hast du Virginia gesehen? Ja, schön. Dann könnte ich der theoretisch, wenn ich jetzt hier speichere, ich gehe ins Hauptmenü und lade wieder, dann müsste die direkt nochmal da. Achso, Entschuldigung. Dann müsste die direkt nochmal hier drin liegen. Da ist er. Endlich. Ja! Gott! Wenn er mir jetzt noch sagt, wo das neue Kleidungsstück liegt, in welchem Bunker. Würde ich da auch noch mal vorbeigehen und das Kleidungsstück noch mal holen. Ah, so ein Peilsender. Hätte ich wieder Ärger bekommen, wenn ich den hätte liegen lassen. Ne? Oh, jetzt hänge ich hier fest. Ne? Schrotkugeln. Was ist denn da der Unterschied? Was sind denn Flintenlaufgeschosse? Im Unterschied zu Schrotkugeln. Das Problem ist, ich kann die jetzt ein zweites Mal nicht mitnehmen, solange wie ich die in der Hand halte. Deswegen wäre es ganz cool, wenn Virginia jetzt hier mal kurz um die Ecke kommt, dass ich ihr eine geben kann. Dann können wir hier speichern, neu laden und dann sollte die direkt wieder drin liegen. Also denke ich. Denn bei der Pistole hat das immer so funktioniert. Also ein paar Eingeborene sehe ich hier ringsrum. Aber Lady Pufton ist nicht da. Der war gar nicht so schwierig, ne? Alter, geh jetzt weg. Hey Kelvin, guck mal. Uhu. Schön, oder? Willst du mal den langen Lauf anfassen? Mal mit, dich stelle ich mal lieber da irgendwo hin, wo ich dich auch sehe. Nicht im hohen Gras. Nachher sind wir noch 5 Folgen lang wieder auf der Suche nach einem Gleiter. Kelvin! Vertreiben wir uns mal kurz die Zeit. Vielleicht kommt ja Virginia noch vorbei. Wo liegt denn die drin hier vorn? Ich pack die mir mal auf den Slot von dem Revolver. Denn davon haben wir gerade eh nicht genug Munition mit und hier haben wir irgendwie 200 Schuss oder so noch. Das ist natürlich eine fantastische Sache, ne? Ich glaube, die hätte mir diesen Bosskampf auch erheblich erleichtern können. Die ist doch vorhin hier rumgelaufen, Virginia. Ich gehe nochmal hoch zur Straße oder zum Weg. Ja gut, wir wissen jetzt, wo sie liegt. Also das werde ich nicht mehr vergessen, wo die rumliegt. Also ich weiß, da unten, hier hoch, hier rüber und dann, da ist es. Aber man sieht es tatsächlich relativ, ja gut, wenn man weiß, wo es ist, ne, es ist immer. Na endlich, Leute. Da könnte man ja nochmal schnell hierher zurück, wenn wir Virginia die in die Hand gedrückt haben. Mit dem Gleiter her und dann zack. So, jetzt müssen wir erstmal nach Hause finden. Da hinten ist zu Hause, da hinten ist Berg. Berg bedeutet zu Hause.
Hier, und ihr meintet auch die beiden Tümpel da in der Mitte und dann da in die Richtung. Ah ja, okay. Ne, jetzt erschließt sich's für mich natürlich auch deutlich besser. Ne, ist auch gut. Also eine Schrotflinte hilft natürlich auch gegen Nachfragen. Manchmal, da liegen die ja noch dann so auf dem Boden und brabbeln irgendwas vor sich her. Das versteht eh kein Mensch. Und dann, das können wir uns damit sparen. Schön. Ja, ich wünschte, ich hätte die 80 Folgen früher gefunden. Aber gut, ich bin ja auch die ersten, ich weiß gar nicht, 30 Folgen? 40 vielleicht eher? Mit diesem scheiß klapprigen Holzbogen rumgerannt. Zieht Leine, sonst packe ich meine neue handliche Freundin aus. Oh, das klingt auch falsch. Wenn wir da lang gehen, kommen wir wieder zu dem anderen fünfblättrigen Kreisverkehr. So, jetzt aber nichts wie heim. Oh! Eine kommt selten allein. Wir müssen noch mehr stehen. Naja. Oder auch nicht. Ja, hier sind die anderen Gräber, okay. Ich hoffe, die haben jetzt endlich mal ein bisschen Respekt vor mir. Ich will doch hier nur meine Ruhe auf der Insel. Dass die Gegner nicht alle paar Minuten hier versuchen, mir irgendwie das Leben ein bisschen schwer zu machen. Ich lasse die ja auch in Ruhe. Ich habe ja auch nichts gegen die. Ach, hier. Ja. Ja. Der Grundgedanke da hinten mit der Ecke, der war nicht so schlecht. Aber ich war dann doch um ein paar hundert Meter, bin ich dann immer wieder falsch abgebogen. Aber ja, ist eine Stelle, die natürlich hätte man die auch so finden können, aber pff, wenn man halt dummerweise immer wieder dran vorbeilatscht, sieht es eher schwierig aus. Wir gehen mal hier oben beim Heli vorbei und nehmen da nochmal ein bisschen Munition mit, vielleicht zufällig ein bisschen Schrotkugeln. Jo, Batterien, sehr gut. Ich überlege immer noch, wie wir es hier danach machen. Ich glaube, ich lasse einfach. Ich lasse dann einfach abstimmen. Für das nächste Let's Play. Zwischen Forest 1 und Valheim. Oder Valheim, oder keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Sind so die beiden, auf die ich am allermeisten gerade noch Bock hätte. Aber ich weiß noch nicht, wie und wann genau. Oh, hallo.
Hallo, na? Denn das Einzige, was wir jetzt hier noch machen können, gut, bis auf die Sachen, die dann vielleicht durch die Patches immer wieder neu dazukommen, ne, sind dann halt nur noch Bauprojekte erkunden. Auch hier natürlich gibt es noch hunderte Stellen, die wir noch nicht gesehen haben. Aber sind dann auch eher hunderte Stellen, die voller Natur sind, die wir dann schon gesehen haben. Und eher wenig neue Sachen, die wir mitnehmen können oder so. Da sollte es halt ja nur noch das eine Kleidungsstück geben. Vielleicht noch ein, zwei andere Sachen, keine Ahnung, aber da habe ich zumindest jetzt auch von euch noch nichts weiter gelesen. Ja, Forest 1 wäre natürlich eine Sache, ne? Also ich habe das damals gespielt, aber das kam damals gerade in Early Access und da ist auch viel, viel passiert in der Early Access-Zeit. Ich habe es dann später nicht nochmal angerührt, außer als die VR-Version kam, aber auch da habe ich nie der Story gefolgt oder habe das nie lange gespielt. Deswegen Forest 1, könnte man das auch so spielen wie hier, ohne Karte natürlich? Dass es so ein richtig schöner Abfuck nochmal für uns alle wird. Bei Valheim selber. Warum der manchmal die kleine Axt rausnimmt, weiß ich auch nicht. Das Spiel habe ich immer mal ein paar Stündchen reingespielt. Ich war einmal, glaube ich, mal, bin ich mal bis zum zweiten Boss, aber ich habe da auch selber dann nie viel gehabt oder so. Aber das hat auch eine wahnsinnig tolle Atmosphäre. Das ist auch ein Spiel, was mir sehr gut gefällt und wo ich mal ordentlich reinsuchten wollte. Ja, also so zwischen den beiden schwank ich. Und dann dachte ich mir, mache ich vielleicht einfach eine Abstimmung, dass ihr dann eine Woche Zeit habt oder so, da abstimmen zu können. Und dann gucke ich, was ihr da am ehesten wollt und dann machen wir das. Also ich habe auf beides gleich Bock, deswegen beides gleichzeitig auf gar keinen Fall. Das wäre mir dann auch zu viel wieder. Aber auf eins von beiden können wir uns da, denke ich, schon ganz gut einigen. Und das sind auch die, die von euch häufig genannt werden und genau auch die, die für mich sehr gut in Kram passen. Forest 1 erfahren wir dann natürlich so ein bisschen die Vorgeschichte. Und wenn das auch ohne Karte und so zu spielen geht, ich weiß wirklich nicht mehr, wie es da war. Vielleicht installiere ich es nachher mal und gucke da bloß mal kurz am Anfang mal rein. Ich weiß noch, man stürzt dann auch mit dem Flugzeug ab, ne, und die ersten paar Meter und so. Und da gibt es auch so ein großes Loch irgendwo und auch einen Haufen Höhlen und Gedöns. Aber ich habe nichts davon im Kopf. Da ist auch wirklich, sind da so gut wie keine Erinnerung da. Aha. Na, jetzt wollte er mich echt veräppeln, ne? Jetzt habe ich es alles und dann fallen dann hier die Gräber vor die Füße. Ja, Forest 1, ne? Also wenn man das so ähnlich spielen könnte wie jetzt hier im zweiten Teil, wäre natürlich super. Wäre ich dabei. Valheim selber, hatte ich auch schon, habe ich mir ein paar Mal jetzt überlegt in den letzten Wochen, könnte man das ohne Karte spielen? Das Problem ist ein bisschen, also auf jeden Fall kann man das. Da ist so ein. Das Hauptproblem vermutlich, zumindest so wie ich das einschätze, dass es da schon noch eher dazu gehört, da die Karte sich erst selber so ein bisschen nach und nach aufdeckt, nachdem man in den Gegenden gewesen ist. Ne? Der Nebel des Krieges, so nennt sich das ja immer, ist dann, wenn die Karte so grau ist. Und wenn du dann in so eine Gegend gekommen bist, dass dann so ein gewisser Umkreis um dich drumherum dann auch sichtbar gemacht wird. Und die Welten sind ja so oder so immer ein bisschen zufallsgeneriert, glaube ich. Von daher ist dann erstmal nicht so viel mit Spoilern im Sinne von du musst da und dahin für das und das. Also mit speziellen Ortsangaben oder mit spezifischen Ortsangaben, aber. Es gibt dann natürlich verschiedene Gegenden, wie irgendwie Grasland oder dann Gebirge oder dunkler Wald gab es, glaube ich, noch. Und es gibt auch mittlerweile neue Gegenden. Also ich kenne da sehr, sehr vieles überhaupt nicht. Wo man dann gewisse Rohstoffe erst findet. Oh, ich dachte gerade, ich habe den Gleiter nicht mehr irgendwo stehen lassen. Na gut. Aber das, glaube ich, Hauptproblem bei Valheim wäre, man braucht ja da die Bosse, die man bekämpfen muss. Und die sind so an gewissen Schreinen.
Und die werden einem dann auf der Karte irgendwie angezeigt. Und auch der Ort, an dem man gestorben ist. Weil man sich dann da irgendwie sein Zeug wiederholen muss. Das Ding ist aber, man kann sich ja trotzdem, ne, immer sehr gut an auch den örtlichen Gegebenheiten orientieren. Wie hier, es dauert dann wahrscheinlich ein bisschen länger und jetzt komme ich hier nicht raus. Ja, doch. Aber ich bin echt auf den Geschmack gekommen, so wie das irgendwie möglich ist, so wenig wie möglich eine Karte zu nehmen und mich an den schönen Spielwelten dann lieber zu orientieren. Ich habe da echt Bock drauf bekommen, das häufiger so zu handhaben. Ich habe das vor Sons of the Forest in anderen Spielen privat schon ab und zu mal gemacht. Aber das hier hat mir dann doch nochmal so den richtigen Kick gegeben, so in die Richtung. Dass es schon deutlich mehr Laune macht. Ein anderes Spiel, was auch mal vorgeschlagen wurde, das ist so ein... Ja, so ein Ableger wie zum Beispiel Grounded. Das kennen wahrscheinlich eher die meisten als Small Land, was mir vorgeschlagen wurde. Und das sieht auch sehr cool aus. Auch wieder ein Early Access Spiel, aber wohl schon mit sehr viel Inhalt. Wäre auch was, ne? Aber... Das wäre für mich von der Atmosphäre her, glaube ich, nicht ganz so. Ich glaube, nee, da würde ich erstmal nachwarten. Also, ich glaube, wenn ich eine Abstimmung machen, oder wenn wir, ich glaube ziemlich sicher, dass ich eine Abstimmung machen werde, zwischen Valheim und den ersten Forest-Teil, dann halt auch nur zwischen den beiden. Falls sich jemand fragt, warum ich Empyrion nicht mit in die Auswahl nehme, wo ich schon ein paar Mal gesagt habe, dass das noch drankommt. Aber da möchte ich euch immer noch ein bisschen Zeit geben. Da kommt das ursprünglich her. Viele werden es vielleicht gar nicht wissen, die erst durch Sons of the Forest hier dazugekommen sind bei mir. Dass Empyrion vor 3 Jahren oder so, wann ich da das Let's Play gemacht hatte, hatte auch etliche Folgen. Und damals kam das so ein bisschen auf mit den Tischkanten. Die wurden dann sehr schmackhaft. In sehr großen Mengen wurden die verzehrt. Und da entstand das so ein bisschen. Und hat sich hier doch schon deutlich weiter fortgesetzt. Und auch bei deutlich mehr Leuten. Was ich dann echt lustig fand. Aber da bei Empyrion, da warte ich mal noch ein bisschen. Das braucht nochmal einen Ticken. Für mich. Zum Reifen, bevor ich da wieder einsteige. So. Unser Hütchen müsste gleich hier drüben kommen. Sind wir auch schon ein paar Mal geflogen. Ziemlich genau, glaube ich, sogar von der Stelle. Da oben müsste dann irgendwann die Seilrutsche kommen. Hier nochmal rum und da oben ist es. Genau. Na, fantastisch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Bäume hier wieder gekommen sind. Da hinten sieht es gut bewaldet schon wieder aus. Also ich persönlich mag ja auch, eigentlich ist es mir egal, ob ein Spiel in First Person oder Third Person gespielt wird. Aber so ein bisschen mehr mag ich die First Person dann doch, weil es für mich persönlich auch einfach ein bisschen immersiver dann ist. Aber bei Valheim, da geht es, glaube ich, weiß gar nicht, könnte man das Spiel auch in First Person spielen? Das ist ja eher von hinten drauf geguckt, ne? Hui. Ach, endlich wieder zu Hause. Na, das ging ja schnell. Wir sind ja praktisch gestern erst los, haben dann die Schrotflinte schnell eingesackt und sind wieder zurück. So, jetzt bin ich gespannt, ob der Gleiter hier oben noch rumsteht. Der andere, der stand da vorne irgendwo vor dieser einen Zipline-Plattform.
Nö. Hier sind auch wieder Bäume nachgewachsen, überall. Cool. Ja, wir haben auch irgendwie drei, viermal oder so übernachtet, ne? Dreimal, glaube ich. Ja, hier stand der alte rum, aber gut. Ja, gut, es ist nach wie vor so. Gut, na passt doch. Dann kommst du da hin. Familie Elch ist auch wieder da. Ich guck mal hier hinten gerade vorbei, da hatten wir ja angefangen. Stimmt. Da sollte ja hier noch irgendwas entstehen. Mein Gott, was wir hier schon alles gebaut haben. Also sieht schon cool aus, ne? Je mehr Bäume jetzt hier wieder ringsrum stehen, gerade wenn hier noch alle so nachwachsen. Hier würde ich vielleicht noch mal ein Baumhaus dran bauen. Na, wobei, wenn der oder der nachwächst. Ich habe da gerade eine Idee. Ich könnte ja. Den könnten wir nicht rauswackeln, aber ich könnte doch hier eine Tür reinhauen, oder? Und dann, weil wenn ich da drüben noch einen bauen würde. Nee, falsche Taste. So. Dann könnte ich ja auch an dem Balken da unten, wo dann die Tür ist, die den Weg weiterführen. Das müsste man mal probieren. Der hier hinten ist, glaube ich, zu weit. Ich glaube, das reicht nicht. Das ist zu weit. So, gucken wir mal. Wird ja dann rot, wenn es zu weit ist? Ja, ab hier. Genau. Ja, schade. Es wäre ein Tick zu weit. Das würde gehen, wäre aber zu schräg. Ja, einer der beiden hier, das wäre ganz cool. Ja, könnte man einen darüber noch bauen. Könnte man auch hier hinten mit. Ja, bleib liegen. Auch hier hinten machen. Oder halt da drüben auch nochmal. Da wäre der Baum hier optimal. Ich glaube mal gerade ein paar weg, dass wir noch mal ein paar Baumstämme haben. Ich möchte nämlich mal eine Sache probieren. Die ich angesprochen hatte, als wir gerade aufgebrochen sind zu der Schrotflinte. Ich habe gesagt, wenn ich. Das kann ich jetzt einfach mal so kurz testen. So, einen ganzen. So ein. Dann brauche ich einen halben. So, und da kann man wohl auch die Schrägen dann drauflegen. Oder? Ihr hattet gesagt. Na gut, vielleicht geht das jetzt nicht, weil die hier unten nicht irgendwie. Warte mal, nicht miteinander verbunden sind. Wegen diesem Dachgiebel, aber mit nur einer Breite. Ja, genau. Ja, so habt ihr das gemeint. Ah ja, cool. Genau, wenn man das dann weitermachen würde, ne, dann hätte man tatsächlich ein Dach, was nur eins breit ist. Dafür spitz. Okay, cool.
Das hat er mir vor 5, 6 Folgen mal geschrieben. Sehr gut, gut zu wissen. Danke dafür. So. Brauchen wir gerade nicht. Die Brücke und so weiter ist ja fertig, wo ich das eventuell vorhatte. Aber das hat sich ja schon erledigt. Na gut, ein paar sind vorhin direkt reingefallen. Ah ne, ich lasse den mal noch. Können wir ein bisschen das Lager hier vorne füllen. Wenn wir dann im Baustream oder im nächsten Livestream da noch ein bisschen was machen. Da haben wir direkt ein paar Baumstämme da. Einer ist reingefallen, okay. Ah, da hinten hat sich noch einer reingeschmuggelt. Gut. Brauche ich gar nicht erst anfangen, die zu lagern, da kann ich die direkt reinbauen. Stark. Das dürfen sie auch gerne rauspatchen, dass die eine Latte immer sonst wohin fliegt. Die ganzen Pflanzkästen. Wie viel waren das? 37 oder so, ne? Können wir wenigstens das hier vorne mal noch fertig machen. So ein bisschen schon mal vorarbeiten. Wenn die Pflanzkästen da nicht stehen würden, wird das Ding wahrscheinlich bis über den Berg fliegen. Sehr gut. Bei welchen der beiden Spiele seht ihr denn mehr Tischkantenpotenzial? Forest 1 oder Valheim? Das würde mich mal echt brennend interessieren. Ich vermute ja in beiden gleich viel. Waren das alle? Nee. Ich wollte gerade sagen, hier vorne waren noch welche. 3, wow. Stark. Da am Schlitten liegen noch ein paar. Der hatten wir da mal noch hingekarrt. Es liegt da unten halber.
Ein widerspenstiges Baum heute. Der hängt an seinen Wurzeln. Oh, rein mit euch. Zack. Ja, ist cool, dass sie den Bug endlich rausgepatcht haben. Dass die Dinger sich nicht mehr verdoppeln. Brauche ich gerade nicht. Weg damit. Wo bist du denn her? So. Na fein. Ein bisschen haben wir noch mal was organisiert. Reicht wahrscheinlich noch lange nicht für das Gerüst. Oder hier für unten. Für die hier können wir eigentlich mal noch verbauen. Komm, fangen wir mit denen gleich mal noch an. Wenn jetzt Kelvin hier wäre. Der könnte eigentlich immer mal den Schlitten befüllen. Das hat er ja souverän gemacht, den einen Tag, als wir die Brücke gebaut haben. Das war für ihn praktisch gar kein Problem. Oh. Hallo. Na? Hallo, Kelvin. Da ist er. Ich weiß nicht, ob er mich schon gesehen hat. Wo ist denn Virginia? Ich würde ihr gern noch was geben. Hast du Virginia gesehen, Kelvin? Hm. Na ja, gut, ich sehe sie jetzt auch nicht. Vielleicht ist sie hier drüben irgendwie unterwegs, aber die braucht wahrscheinlich wieder ein paar Minuten. Bis sie dann hier im Lager wieder ankommt. Also ich glaube, aus der Aktion, dass die Mauer mal noch ewig weit fortgeführt wird, wird erstmal nichts. Das ist mir, glaube ich, doch ein zu großes Unterfangen. Kelvin ist wieder unter der Brücke. Ja, gut, okay. Das hat er ein bisschen vermisst. Er ist ja so der Treppensitzer und ja, das macht er ganz gerne. Hier ist auch wieder was nachgewachsen. Gut, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Schrotflinte gehört uns. Und dann machen wir für heute Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.